Na und Gabriel, hast du Gabriel gehört? Was hat er denn gesagt? Der Gunter Gabriel, nee Quatsch, war ja der Bruder. Der Sigmar Gabriel, ohne E. Der hat rausgehauen, die Menschen da draußen, also das geht schon gut los, ne? Das ist wie Zoo. Ja? Die Menschen da draußen erwarten von uns Politikern, dass wir den Tanker Deutschland auch bei schwieriger See durch sicheres Gebiet schiffen. Hä? Gab's schon mal einen, du erinnerst dich. September 89. Was hat er gesagt? Wir selbst setzen die Segel, halten das Ruder fest in der Hand und steuern so das Schiff des Sozialismus, auch in stürmischen Zeiten. Also der muss doch bei dem abgeschrieben haben. Sigmar Gabriel, also dick und doof, das waren früher zwei. Guten Tag. Wir suchen Herrn Genex. Genau, der ist hier. Ach, Sie sind's? Genau, grüße. Grüße Sie, ich bin Herr Steimle. Genau. Wir haben nämlich gerade hier angehalten, weil Sie auch einen schönen Wartburg haben. Genau. 353. Ja, unter anderem. Herrlich. Also, wir haben es fast riechen gehört. Ja. Genau. Ihr seid ja auch mit einem schönen Stück da. Ne? Wir sind mit einem 312er. Aha. Ja, und warum heißt der Laden Genex? Das war so eine Schnapsidee mal vor 5 Jahren. Ja. Ich bin so ein kleiner Ostalgiker, Kindheit, Jugend, wie es so war. Ja, und da bin ich auf den Namen gekommen, war frei schützen lassen. Und jetzt geht's. Ach, jetzt verdienen Sie noch damit. Jetzt liefert Genex wieder sozusagen. Ja, herrlich. Schön. Oh. So, hier haben wir zum Beispiel mal einen schönen Katalog. Ne? Genex-Katalog. Ich habe so einen nie gesehen. Jetzt überleg mal, nach 27 Jahren sehe ich meinen ersten Genex-Katalog. Hier, Gartengeräte, Gartenmöbel. Was kostet denn so ein Campinganhänger? Das hätte mich mal interessiert. Die kamen Bastei, damals, hießen die dann? Das war der Intercamp, das war der teuerste Wohnwagen der DDR. 30.000 oder sowas? Minimum, ja. Waren aber dann schon auch bei fast 20.000 Westmark. Ach komm. Die haben ja hier offiziell 1:2. Oh, die Träume. Ja. Stereoanlagen, ne? Wahnsinn. Computers. Computer. Oh. Ne, und dann, wie gesagt, Bettwäsche. Sogar Sex. Häuser gab es. Anbauwand. Ja. Anbauwand? Schrankwand. Mhm. Mhm. Schrankwand. Ja. Hässlich. Ja. Häuser. Fertigteilhaus. Genau. So, was kostete damals ein Haus? Richtpreise. Ja, 137 West. Genau. Hm. Ja, das war stolze Summe. Ja, mit Keller wahrscheinlich dann schon. Mit Keller. Wie kam es eigentlich zu dem Namen Genex? Wissen Sie das noch? Gen? Eine Geschenke und Kleinexporte ist die Abkürzung. Ach, das wusste ich zum Beispiel noch nicht. Geschenke und Klein. Was kriegen wir jetzt geschenkt? Ein Blick hier rein. Genau. Los. Wunderbar. Ich freue mich. Eine Halle. Wo steht nur der Icarus? Ja, hier ist der Gute. Ich wäre verrückt. Mensch! Was ist denn hier passiert? Den habe ich so bekommen. Das war schön. Und da habt ihr das gelassen? In Ordnung. Genau. Gut. Ja. Ah, das ist ja ein wunderschönes Auto. Bus in dem Fall, muss man sagen. Wunderschön. Genau. Hammer. Viele Spitznamen, ne? Rakete, Zigarre. Zigarre, ja. Genau. Ja. Aufgrund seiner außergewöhnlichen Form, ja. Also das ist, also ich, das hätte ich auch nie gedacht, dass ihn mal sowas verbindet, ne? Ja. Guck mal. Das ist der Weltniveau, was der da hinten raushaut.
So. Da ist die Zigarre. Ganz groß. Und auch neu gemacht, die Sitze? Der ist vor 10 Jahren komplett restauriert worden. Boah. Was kostet so ein Bus? Schon sechsstellig. Ehrlich, ja? Ja, klar, sind ja ein paar Sitze drin. Ja, genau. Ich habe einen Kunden, der hat sich einen Icarus gekauft. Mhm. Nur weil der als Kind immer rechts neben dem Busfahrer saß und immer jeden Tag auf das Armaturenbrett gestarrt hat. Nur deshalb hat er sich jetzt einen Icarus gekauft. Ja. Damit er das nochmal so nachempfinden kann. Also hat jeder so seine persönliche Bindung zu irgendwas von früher. Und man sagt ja nicht umsonst, Sammler sind glückliche Leute. Ja. Weil du hast vorhin gesagt, du hattest also den einen, hast du jetzt meinetwegen gekauft, weil du gesagt hast, Mensch, der fehlt mir noch, der Volvo. Und dann hat man den und dann geht's weiter, das nächste. Genau, dann willst du immer wieder das bereinigen, was dir mal irgendwie, was du mal nachgedacht hattest. Mhm. Und irgendwann hatte ich dann überlegt, Mensch, geht's anderen auch so? Und da hatte ich mich da mal geoutet mit meiner Krankheit. Leidenschaft. Genau, und habe mitbekommen, es geht ja noch vielen auch so. Ja. Und die Träume werden jetzt, oder probiere ich zu befriedigen. Und jetzt warten wir hier auf jemanden, der das auch fahren kann. Der originale Busfahrer hierzu, der die Autos gefahren hat, ja, bis zur Wende. Und Sie haben auch gelernt auf dem Auto? Ich habe nach der Armee angefangen, Kraftfahrer zu machen. Beim Kraftverkehr, es gab ja mehr Geld. Ja. Es gab ja mehr Geld. Und dann waren ja eben die Sonderfahrten, was dran hing und dergleichen. Wenn wir mal hinten reingucken, hier ins Herz. Ins Herz, nur freilich? Wir gucken mal ins Herz. Ja. Wir gucken mal ins Herz. Das ist das sogenannte Scheunentor. Das Scheunentor. Naja, weil es so weit aufgeht. Nur freilich. So. So, so und hier bitte in Ungarisch. Motor mit Gott. Herr Gulasch ist eh schon. Das sind nur schlaffe 145 PS, 6 Zylinder, Vorkammer-Einspritzung mit Glühkerzen und ein bisschen warm laufen lassen. Ja. So, und mehr ist nicht. Und das hat haben die auch in Ungarn gebaut? In Ungarn. Mit Motor auch, ungarische Motor. Ja, und Cespe. So, Höchstgeschwindigkeit, als Maximum, sagen wir mal, wenn man es ganz eilig hatte, mal 90 km/h. Reicht doch völlig zu. Wir hatten da Zeit. Da hatten wir Zeit gehabt, ja, wir hatten Zeit. Ne? Das stimmt. Jo. Zu war sie. So. So. So, wo wollen wir denn lang? Nur Richtung Wurzen. Das kam eine Mark 50 früher. Eine Mark 50? Bezahl ich. Also alleine das Lenkrad ist ja gigantisch. Das ist richtig original noch. Ach. Wie viele Gänge hat der? 5 und andere Gänge. Ah ja. Und das ist eben das Gerühre hier? Ja, das Gerühre. Die Schaltung mit dem gigantischen Knüppel. In meiner Kindheit war der doppelt so groß. Was sagt Ihre Frau, wenn Sie immer hier Bus fahren? Ja, meine Frau, die wollte das eigentlich früher nicht. Ja, weil da waren auch andere Frauen drin, wie das eben so war. Ja, ja. Das Busfahrer waren in der Hinsicht etwas, sag's mal so, ein bisschen schlecht angesehen. Da fuhren immer junge, hübsche Mädchen, die standen immer hier dann. Ja, ja, ja. Da gehört normalerweise, hier haben hier noch zwei Spiegel. Ja, ja. Zwei was? Zwei Spiegel. Aha, ja. Und der eine Spiegel zeigte genau hier rüber, da war ja offen, da war ja kein Sitz, also ja, könnte man quasi da hingucken. Verstehe.
Das ist ja eine wunderschöne Gegend hier. Jetzt fahren wir ab. Hey. Es geht um Mord. Ach nee. Und wo ist die Leiche? Wir kriegen das raus. Ein Mord im Spielermilieu. Eine verschwundene Leiche. Und die Kommissarin im Doppelpack. Der Polizeiruf aus Halle. Der Spieler. Montag, 20:15 Uhr im MDR.